Liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Ja, wie ihr seht, ich habe noch mal ein bisschen umgebaut hier. Und zwar aus folgendem Grund. Hier soll das ME-System angeschlossen werden. Und da brauchen wir natürlich ein wenig Platz. Exporter haben wir auch. Und deswegen machen wir nämlich Folgendes. Wir werden von oben und von unten jeweils unseren Kram aus dem System exportieren. So. Und wir werden von hinten die Sachen wieder ins System importieren. So. Das bedeutet natürlich auch, wir brauchen mal wieder Kabel hier unten. Muss ich noch mal eben schauen, wie ich das mit den Dance-Kabelfarben gelöst habe. Rot geht hier zu den und Blau geht zu den Craftern. Blau geht zu den Craftern. Das ist ein Graues hier. Okay, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich mir hier jetzt nicht gerade in der Küche unten rauskomme, was hier natürlich, obwohl, könnte vielleicht passen. Ah, nee. Ich muss mal von hier aus mich nach oben buddeln, wo ich da rauskomme. Und zwar würde ich das ganz gerne so kurz wie möglich halten. Das heißt, ich würde den Strang vielleicht hier ankommen lassen. Mal gucken, wo ich hier ich mich hochbuddel, wo ich da hier rauskomme. Auf jeden Fall auf einem Kabel. Was nicht so schön ist. Dann hier hinten. Treppe. Kann ich hier einen höher gehen? Kann ich auch nicht. Okay, hier haben wir schon mal ein Dance-Kabel. Das heißt, wenn ich hier lang gehe, müsste ich ja direkt am Kern rauskommen. Wenn hier nicht alles voll wäre. Doch Käse. Das müsste ja hier ungefähr gewesen sein, ne?
habe. Mal eben schauen hier. Wo geht denn das Netzwerk nach unten hier? Das heißt, wenn ich... hier runtergehe, habe ich schon mal ein Loch. Okay. Ist zwar nicht das so, wie ich das haben wollte. Die sind sogar Löcher zwischen, ey. Der ist komplett voll hier. Was ja aber eigentlich kein Problem darstellen dürfte, wenn ich ein farbiges nehme. Mal ganz kurz schauen, wo ich da lang gekommen war. Hier müsste das sein, jawohl. Dann nehmen wir das blaue Dance-Kabel. Und führen das mal nach unten. Das dürfte sich... doch, oh, das verbindet sich. Scheiße. Oh, da habe ich jetzt überhaupt nicht... ich habe gedacht, das geht nicht. Geht nicht. Oh, das war doppelt hier. Oh. So nicht. Ich brauche mehr Anker. Cable Anchor. So, jetzt habe ich, denke ich mal, für alle Zeit genug. Da muss ich drunter durch. Oh. Ja, das war klar. Wo ist er? Zack. Da kommt noch ein Anker ran. So, dann müsste das jetzt eigentlich passen. Ohne dass sich hier irgendwas verbindet. Das dahin. Jetzt hänge ich hier natürlich drin wie so ein... unten. Okay.
Ecke lang. So, ich meine, ist zwar hinter den Maschinen, aber trotzdem. Muss ja trotzdem nicht ganz so wild aussehen. So, dann haben wir das schon mal bis hier her. Ja, blaues Smart Cable. Die Anker können erstmal alle weg wieder. Und dann schließen wir das mal an hier. Auch. Eigentlich können wir das schon mal anbinden hier. Ja, das können wir eigentlich. Missing Channel. Ja, weil er sich jetzt hier aufteilt. Das ist natürlich nicht so clever, das heißt, ich muss das Smart Cable hier runterziehen. So. 6 von 8, 6 von 8. Stein bitte. Mal den mal hier rein. So. Und dann müssten wir eigentlich 6, 12, 18, 24 Channel verbunden haben. 12. Okay, passt. Gut, dann ist das schon mal soweit alles online. Tack, tack, tack. Dann können die Kabel schon mal weg. Die Importer können auch weg. Die Anker können weg. Das Kabel kann weg. Der Bus kann weg. Zumachen den ganzen Rotz mache ich gleich. So, wir haben hier Exporter. Das heißt, blau ist Input. Das passt. Da brauche ich nichts dran ändern. Rot ist immer Output. Das passt hier auch. Und hier hatte ich jetzt vergessen zu gucken. Da müsste gelb sein, ne? Genau, da ist gelb Input. Das heißt, es muss blau werden. So, das sind die Exporter. Da müssen wir eventuell noch mal ran. So, wir haben 12 Maschinen. Das heißt, wir können hier 12 Comps verarbeiten. Also ich möchte auf jeden Fall diese verarbeiten.
Die kann ich da drin nicht verarbeiten. Gut, hat sich das erledigt. Cinnabar. Die können wir verarbeiten. 6 Stück haben wir gesagt. Tungsten. Die können wir da drin verarbeiten. Dripping Comp. Was kommt da raus? Nur Honig. Die brauchen wir erstmal nicht. Titanium. Die können wir da verarbeiten. Baron. Brauchen wir nicht. Cyanid auf jeden Fall, wenn es geht. Jawohl. Ich glaube, die bringt uns. Ja, das bringt uns so weiter nichts. Ruby auf jeden Fall. Emerald. Passt. Passt. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hilorium. Naja. Rocky bringt uns nichts. Lapis. Mal gucken. Ja. Stringy. Ah, können wir uns schenken. Haben die Dinger eigentlich einen MC-Wert? Nee. Können wir uns auch schenken. Glowing. Glowstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Habe ich noch mehr? Ja, da haben wir noch einen. So, da. Können wir uns schenken. Und Honey Drop. Ja, können wir uns auch schenken. Okay, dann sind sie das. So, dann können wir rein theoretisch sagen, hier soll Zyanid rein. Läuft. Zyanid, weg. Tungsten. Blöd, Mann. Erst da oben und dann da. So, Lapis. Tschüss. Yellorium. Tschüss. Glowing. Tschüss. Cinnabar. Tschüss. Und dann fangen wir hier an. Titanium. Tschüss. Ruby. Tschüss. Und Emerald. Tschüss. So, dann kriegen die noch Acceleration Cards. Um da mal so ein bisschen Speed reinzubringen. Ja, okay, das Abarbeiten, das schafft der Masse. Perfekt.
Sehr schön. Da auch. Da auch. Da auch. Da auch. Da auch. Und da natürlich auch. So, jetzt brauchen die natürlich auch noch. Damit die auch schnell genug absaugen können. So, da ist eigentlich nichts mehr drin, dann müsste das eigentlich passen. So, jetzt dürfte sich hier eigentlich nichts drin stauen. Sehr gut aus. Okay, da ist nichts drin. Das läuft auch, das läuft auch. Und das läuft auch. Perfekt. Da zumachen.